Aufgenommen im Atelier von Günter Grass. Erstes Kapitel. Und einmal, als Marke schon schwimmen konnte, lagen wir neben dem Schlagballfeld im Gras. Ich hätte zum Zahnarzt gehen sollen, aber sie ließen mich nicht, weil ich als Tickspieler schwer zu ersetzen war. Mein Zahn lärmte. Eine Katze strich diagonal durch die Wiese und wurde nicht beworfen. Einige kauten oder zupften Halme. Die Katze gehörte dem Platzverwalter und war schwarz. Hottensonntag rieb sein Schlagholz mit einem Wollstrumpf. Mein Zahn trat auf der Stelle. Das Turnier dauerte schon 2 Stunden. Wir hatten hoch verloren und warteten nun auf das Gegenspiel. Jung war die Katze, aber kein Kätzchen. Im Stadion wurden oft und wechselseitig Handballtore geworfen. Mein Zahn wiederholte ein einziges Wort. Auf der Aschenbahn übten 100-Meter-Läufer das Starten oder waren nervös. Die Katze machte Umwege. Über den Himmel kroch langsam und laut ein 3-motoriges Flugzeug, konnte aber meinen Zahn nicht übertönen. Die schwarze Katze des Platzverwalters zeigte hinter Grashalmen ein weißes Lätzchen. Marke schlief. Das Krematorium zwischen den Vereinigten Friedhöfen und der Technischen Hochschule arbeitete bei Ostwind. Studienrat Mallenbrand pfiff, Wechsel, Fangball, übergetreten. Die Katze übte. Marke schlief oder sah so aus. Neben ihm hatte ich Zahnschmerzen. Die Katze kam übend näher. Markes Adamsapfel fiel auf, weil er groß war, immer in Bewegung und einen Schatten warf. Des Platzverwalters schwarze Katze spannte sich zwischen mir und Marke zum Sprung. Wir bildeten ein Dreieck. Mein Zahn schwieg, trat nicht mehr auf der Stelle, denn Markes Adamsapfel wurde der Katze zur Maus. So jung war die Katze, so beweglich Markes Artikel. Jedenfalls sprang sie Marke an die Gurgel oder einer von uns griff die Katze und setzte sie Marke an den Hals oder ich, mit wie ohne Zahnschmerz, packte die Katze, zeigte ihr Markes Maus und Joachim Marke schrie, trug aber nur unbedeutende Kratzer davon. Ich aber, der ich deine Maus einer und allen Katzen in den Blick brachte, muss nun schreiben. Selbst wären wir beide erfunden, ich müsste dennoch. Der uns erfand, von Berufswegen, zwingt mich wieder und wieder, deinen Adamsapfel in die Hand zu nehmen, ihn an jeden Ort zu führen, der ihn siegen oder verlieren sah. Und so lasse ich am Anfang die Maus über dem Schraubenzieher hüpfen, werfe ein Volk vollgefressener Seemöwen hoch über Markes Scheitel in den sprunghaften Nordost, nenne das Wetter sommerlich und anhaltend schön, vermute, dass es sich bei dem Wrack um ein ehemaliges Boot der Tschaika-Klasse handelt, gebe der Ostsee die Farbe dickglasiger Seltersflaschen, lasse nun, da der Ort der Handlung südöstlich der Ansteuerungstonne Neufahrwasser festgelegt ist, Markes Haut, auf der immer noch Wasser in Rinnsalen abläuft, feinkörnig bis graubelig werden, doch nicht die Furcht, sondern das übliche Frösteln nach zu langem Baden besetzte Marke und nahm seiner Haut die Glätte. Dabei hatte keiner von uns, die wir dürr und langarmig zwischen seitlich wegragenden Knien auf den Resten der Kommandobrücke hockten, von Marke verlangt, nochmals in den Bugraum des abgesoffenen Minensuchbootes und in den mittschiffs anstoßenden Maschinenraum zu tauchen, etwas mit einem Schraubenzieher abzufummeln, an Schräubchen, Rädchen oder was Dolles. Ein Messingschild, dicht beschrieben mit den Bedienungsanweisungen irgendeiner Maschine in polnischer und englischer Sprache, denn wir hockten ja auf allen über dem Wasserspiegel ragenden Brückenaufbauten eines ehemaligen, in Modlin vom Stapel gelaufenen, in Gedingen fertiggestellten polnischen Minensuchbootes der Tschaika-Klasse, das im Jahr zuvor südöstlich der Ansteuerungstonne, also außerhalb der Fahrrinne und ohne den Schiffsverkehr zu behindern, abgesoffen war. Seitdem tollerte Möwenmist auf dem Rost. Sie flogen bei jedem Wetter, fett, glatt, mit seitlichen Glasperlenaugen, manchmal knapp und fast zum Greifen, über den Resten des Kompasshäuschens, dann wieder hoch, wirr und nach einem Plan, der nicht zu entziffern war, spritzten im Flug ihren schleimigen Mist und trafen nie die weiche See, aber immer den Rost der Brücken aufbauten. Hart, stumpf, kalkig dauerten die Ausscheidungen in Klümpchen dicht bei dicht, auch in Klumpen übereinander. Und immer, wenn sie auf dem Boot saßen,
gab es Fußnägel, Fingernägel, die den Mist abzusprengen versuchten. Deswegen brachen unsere Nägel und nicht, weil wir außer Schilling, der immer kaute und Mietnägel hatte, an unseren Fingernägeln kauten. Nur Malke besaß lange, wenn auch vom vielen Tauchen gelbliche Nägel und bewahrte sich ihre Länge, indem er weder kaute noch Möwenmist kratzte. Auch blieb er der Einzige, der nie von dem weggestemmten Mist aß, während wir, weil sich das anbot, kalkige Klümpchen wie Muschelsplit kauten und als schaumigen Schleim über Bord spuckten. Das Zeug schmeckte nach nichts oder nach Gips oder nach Fischmehl oder nach allem, was sich vorstellte, nach Glück, Mädchen, nach dem lieben Gott. Winter, der ganz gut singen konnte, gab an, wisst ihr, dass Tenöre tödlich Möwenmist essen? Oft fingen die Möwen unsere kalkige Spucke im Flug und merkten wohl nichts. Als Joachim Malke kurz nach Kriegsbeginn 14 Jahre alt wurde, konnte er weder schwimmen noch Radfahren, fiel überhaupt nicht auf und ließ jenen Adamsapfel vermissen, der später die Katze anlockte. Vom Turnen und Schwimmen war er suspendiert, weil er sich als kränklich ausweisen konnte, indem er Atteste vorzeigte. Noch bevor Malke das Radfahren lernte und steif verbissen, mit hochrot abstehenden Ohren und seitlich verbogenen, auf- und untertauchenden Knien eine komische Figur abgab, meldete er sich während der Wintersaison im Hallenbad Niederstadt zum Schwimmen, wurde aber vorerst nur zum Trockenschwimmen mit 8- bis 10-Jährigen zugelassen. Auch im folgenden Sommer war er noch nicht so weit. Der Bademeister der Anstalt Brösen, eine typische Bademeisterfigur mit Bojenleib und dünnen, haarlosen Beinen unter dem stoffbespannten Seezeichen, musste Malke zuerst im Sand drillen und dann an die Angel nehmen. Doch als wir ihm Nachmittag um Nachmittag davonschwammen und Wunderdinge von dem abgesoffenen Minensuchboot erzählten, bekam er mächtigen Auftrieb, schaffte es innerhalb von 2 Wochen und schwamm sich frei. Ernst und beflissen zog er zwischen dem Seesteg, dem großen Sprungturm und der Badeanstalt hin und her und mochte im Schwimmen schon einige Ausdauer haben, als er vom Wellenbrecher des Seesteges mit Tauchübungen begann, zuerst simple Ostseemuscheln hochholte, dann nach einer sandgefüllten Bierflasche tauchte, die er ziemlich weit rauswarf. Wahrscheinlich gelang es Malke bald, die Buddel regelmäßig vom Grund hochzuholen, denn als er bei uns auf dem Kahn zu tauchen anfing, war er kein Anfänger mehr. Er bettelte, mitschwimmen zu dürfen. Gerade wollten wir, 6 oder 7 Mann stark, unseren täglichen Kurs einschlagen, feuchten uns umständlich vorsorglich im seichten Quadrat des Familienbades an. Da stand Malke auf dem Laufsteg des Herrenbades. Nehmt mich doch mit, ich schaffe es bestimmt. Ein Schraubenzieher hing ihm unter der Gurgel und lenkte von seiner Gurgel ab. Na schön, Malke kam mit, überholte uns zwischen der ersten und der zweiten Sandbank und wir gaben uns keine Mühe, ihn einzuholen. Der soll sich mal abstrampeln. Wenn Malke in Brustlage schwamm, tanzte ihm der Schraubenzieher deutlich, denn das Ding hatte einen Holzgriff zwischen den Schulterblättern. Schwamm Malke auf dem Rücken, torkelte der Holzgriff auf seiner Brust, verdeckte aber nie vollkommen jenen fatalen Knorpel zwischen Kinnlade und Schlüsselbein, der als Rückenflosse ausgefahren blieb und eine Kielspur riss. Und dann zeigte Malke es uns. Er tauchte mehrmals kurz nacheinander mit seinem Schraubenzieher und brachte hoch, was sich nach 2- oder 3-maligem Tauchen abschrauben ließ. Deckel, Verschalungsteile, ein Stück von der Lichtmaschine, fand unten ein Seil, seilte mit dem brüchigen Drussel einen waschechten Minimax aus dem Vorschiff hoch und das Ding, deutsches Fabrikat übrigens, war noch brauchbar. Marke bewies es uns, löschte mit Schaum, zeigte uns, wie man mit Schaum löscht, löschte mit Schaum die glasgrüne See und stand vom ersten Tag an ganz groß da. Die Flocken lagen noch in Inseln und verzogenen Streifen auf flacher, gleichatmiger Dünung, lockten wenige Möwen, stießen Möwen ab, fielen zusammen und trieben, eine einzige Sauerei, sauer gewordener Schlagsahne gegen den Strand. Da machte auch Malke Feierabend, hockte sich in den Schatten des Kompasshäuschens und bekam nun, nein, hatte schon lange, noch bevor verirrte Schaumfetzen auf der Brücke ermüdeten und unter jedem Lüftchen zitterten, diese körnige, schrumpfende Haut. Malke bibberte, ließ die Gurgel fliegen und sein Schraubenzieher machte über geschüttelten Schlüsselbeinen Tänzchen. Aber auch Malkes Rücken, eine streckenweiß käsige, von den Schultern abwärts krebsrot verbrannte Fläche, der sich immer wieder beiderseits der reibbrettartig durchtretenden Wirbelsäule neu verbrannte, die Haut schälte, wurde mit Graupeln beworfen und von wandernden Schauern verzogen. Gelbliche Lippen hatten blaue Ränder und entblößten Malkes klappernde Zähne. Mit großen, ausgelaugten Händen versuchte er, beide Knie, die sich an den muschelüberzogenen Schotz aufgescheuert hatten, festzuhalten und so seinem Körper, auch seinen Zähnen, Widerstand zu bieten. Heute Sonntag, oder war ich es, rieb Malke ab. Mensch, hol dir bloß nicht, wir müssen ja noch zurück. Der Schraubenzieher wurde vernünftiger. Hin brauchten wir von der Mole aus 25, von der Badeanstalt aus 35 Minuten.
Eine gute Dreiviertelstunde verlangte der Rückweg. Er mochte noch so ausgepumpt sein. Immer war er eine deutliche Minute vor uns auf dem Molengranit. Den Vorsprung des ersten Tages hielt er auch weiterhin. Jedes Mal, bevor wir den Kahn, so hieß bei uns der Minensucher, erreichten, war Marke schon einmal unten gewesen und zeigte uns, sobald wir mit Waschfrauenhänden ziemlich gleichmäßig nach dem Rost und Möwenmist der Brücke oder den ausladenden Drehkränzen langten, irgendein Scharnier, irgendwas, das sich leicht hatte lösen lassen, wortlos vor und fröstelte schon, obgleich er sich vom zweiten oder dritten Herausschwimmen an dick und verschwenderisch mit Nivea eincremte. Denn Taschengeld hatte Marke genug. Marke war einziges Kind zu Hause. Marke war halbwaise. Markes Vater lebte nicht mehr. Marke trug im Winter wie im Sommer altmodische hohe Schuhe, die er von seinem Vater geerbt haben mochte. An einem Schnürsenkel für hohe, schwarze Schuhe trug Marke den Schraubenzieher am Hals. Jetzt erst fällt mir ein, dass Marke außer dem Schraubenzieher noch etwas und aus Gründen am Hals trug, aber der Schraubenzieher war auffälliger. Wahrscheinlich immer schon, doch wir hatten nie darauf geachtet, sicher vom Tage an, da Marke in der Badeanstalt das Trockenschwimmen erlernte und im Seesand Figuren strampeln musste, trug er am Hals ein silbernes Kettchen, dem etwas silbrig-katholisches anhing, die Jungfrau. Nie, auch während der Turnstunde nicht, nahm sich Marke den Anhänger vom Hals. Denn kaum hatte er in der winterlichen Schwimmhalle Niederstadt mit dem Trockenschwimmen und Schwimmen an der Angel begonnen, trat er auch in unserer Turnhalle auf und zeigte nie mehr einen Attest irgendeines Familienarztes vor. Entweder verschwand der Anhänger im Ausschnitt des Turnhemdes oder die silberne Jungfrau lag knapp über dem roten Bruststreifen auf weißem Turnhemdstoff. Marke schwitzte auch am Barren nicht. Selbst Übungen am Langpferd, bei denen nur die drei oder vier Besten der ersten Riege mitmachten, ließ er nicht aus, sondern segelte krumm und grobknochig vom Federsprungbrett übers lange Leder, landete mit Kettchen und verrutschter Jungfrau schief auf der Matte und ließ Staub aufwölken. Wenn er am Reck Kniewellen machte, später gelang es ihm in mieser Haltung, zwei Kniewellen mehr zu drehen als Hottensonntag, unser bester Turner, schaffte. Wenn Marke also seine 37 Kniewellen wirkte, zog es ihm den Anhänger aus dem Turnhemd und das Silberding wurde 37 Mal immer seinen mittelbraunen Haaren voraus um die knirschende Reckstrange geschleudert, ohne vom Hals loszukommen und Freiheit gewinnen zu können. Denn Marke hatte außer der bremsenden Gurgel jenen ausladenden Hinterkopf, der mit Haaransatz und deutlichem Knick dem rutschenden, durch Kniewellen entfesselten Kettchen Halt bot. Der Schraubenzieher lag über dem Anhänger und der Schnürsenkel deckte streckenweise das Kettchen. Dennoch verdrängte das Werkzeug den Anhänger nicht, zumal das Ding mit dem Holzgriff nicht in die Turnhalle hinein durfte. Unser Turnlehrer, ein gewisser Studienrat Mallenbrand, der in Turnerkreisen berühmt war, weil er ein richtungsweisendes Regelbuch für das Schlagballspiel geschrieben hatte, verbot Marke, den Schraubenzieher am Schnürsenkel während der Turnstunde zu tragen. Das Amulett an Markes Hals beanstandete Mallenbrand nie, weil er außer Leibeserziehung und Geographie auch Religion unterrichtete und bis ins zweite Krieg